Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu diesem für mich sehr, sehr wichtigen Video. Wir alle brauchen im Moment ganz viel Mut, den wir unserer Wut entgegensetzen können, beziehungsweise wir brauchen die Kraft, aus der Wut endlich Mut zu machen. Dafür nehme ich jetzt dieses Video auf. Ich habe ein paar ganz wichtige und tolle Impulse von der Kraft bekommen, die uns alle antreibt. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Wir befinden uns gerade am Beginn einer 10-tägigen Portaltage-Welle im Juli 2020. Dazu hatte ich schon ein Video gemacht. Wer sich mit dem Thema Portaltage noch nicht so auskennt, kann mal eben in dieses Video schauen. Und ich spüre an solchen Tagen hinein, was für eine Kraft hat dieser Tag. Normalerweise ist es ein Tag im Monat, manchmal sind es auch zwei oder drei, aber so eine Ereigniskette von mehreren extrem energievollen Tagen ist bemerkenswert und wir alle brauchen dafür auch ein bisschen Mut und Kraft, um diese Energie in uns tatsächlich nutzen und transformieren zu können. Mein Tag hat begonnen mit einer Meditation, wie immer. Und in der Meditation habe ich die Vision zu diesem Bild empfangen. Es ist ein Bild, das aus einem sehr goldenen Herzen besteht, hochglanzlackiert. Man sieht es ein bisschen, wie es spiegelt im Licht, mit enorm viel Feuerpower. Das ist für mich die Energie dieses Tages. Und eine Energie, die wir extrem gut nutzen können. Wir alle. Ich auch. Ich brauche auch immer wieder Mut, ein Video zu machen, zu bestimmten Themen Stellung zu beziehen, gerade jetzt in dieser besonderen Wandelzeit. Ich habe schon viele Bilder gemalt mit dieser Feuerpower-Energie. Und ich habe schon oft für mich selber meine Wut angeschaut, durchgespürt und transformiert. Deshalb erzähle ich euch auch wie immer nur das, was ich selber erfahren habe, was mir genutzt hat, was mir extrem weitergeholfen hat, damit ihr vielleicht, wenn ihr diese Kraft teilt, es auch nutzen könnt. Und ich möchte gerne mit der Botschaft dieses Bildes starten. Das Bild heißt Mutiges Herz. Ich bekomme ja zu meinen Bildern immer eine Botschaft. Und diese Botschaft war ja für mich ein großer Genuss. Und ich lade euch ein, mal kurz die Augen zu schließen. Es sind nur wenige Sätze, aber die haben es echt in sich. Liebe schenkt dir immer Mut. Sie ist die Macht und Kraft, die alles durchpulst, alles durchflutet, auch dich. Fühle diese enorme Feuerenergie der Liebe und lass dich von ihr inspirieren, damit du endlich deinen Weg gehen kannst mit Mut, Klarheit und ganz viel Kraft. All dies schlummert in dir. Aktiviere es. Die Liebe der göttlichen Quelle wird dich immer nähren und begleiten, jeden Tag. Ich werde dieses Bild, wenn ich es fertig bearbeitet habe, natürlich in meiner Galerie online stellen. Ich verlinke euch schon mal unten den Link in meiner Galerie vorab. Diejenigen, die dieses Video zeitnah sehen, brauchen ein kleines bisschen Geduld. Doch ich habe auf Facebook und Instagram auch heute gezeigt, wie das Bild entstanden ist in seinen Etappen. Da könnt ihr gerne mal rein spinksen. Nun also zu der Kraft, wie wir Wut in Mut umwandeln können. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, deshalb schaue ich immer mal wieder auf meinem Blog. Sowohl Wut als auch Mut sind, wie schon gesagt, Feuerenergie. Wir haben in uns ganz viele Facetten von Energie und um uns herum ist alles Energie. Wir sind Energie. Am schönsten ist es, wenn wir randvoll sind mit Kraft. Ich habe ja schon ganz, ganz viele Videos zum Thema Lichtkraft gemacht. Seit Anfang 2019 für mich die absolut purste, tollste Kraft, die wir aktuell in dieser Zeit auf dieser Erde
aufnehmen und genießen können. Ich muss es mal ganz kurz zeigen. Mein Lichtkraftbuch. Ich werde dazu noch ein eigenes Video machen, euch dieses Buch vorzustellen mit ein paar Leseproben, folgt später. Und diese Lichtkraft kann man täglich auftanken. Ja, hier ist sie auch nochmal. Und wenn wir satt sind mit Kraft, dann sind wir automatisch auch mutig. Mut ist ja auch mehr oder weniger ein Gefühl. Wut sowieso. Mutig ist nicht der Mensch, der angstfrei ist, sondern der Mensch, der mutig Grenzen überschreitet, eigene innere Begrenzungen im Herzen, im Bauch, im Kopf. Menschen, die sich vorher für schwach und ängstlich gehalten haben, können in besonderen Situationen weit über sich selbst hinaus in ihre wahre Kraft kommen und Berge versetzen. Ihr kennt das. Es gibt so viele Heldengeschichten auf dieser Welt, die von solchen Menschen sprechen, die vorher schwach waren, die ängstlich waren, die sich nicht getraut haben zu sagen, was sie denken und fühlen, die dachten, sie hätten körperlich auch nicht die Kraft, sich etwas zu widersetzen. Und dann kommt ein Ereignis und dann kommen sie in ihre wahre Größe und entdecken, dass sie doch viel mehr Mut und Kraft haben, als sie es jemals dachten. Und als die anderen auch dachten, die diesen Weg mit ihm gehen. Wut ist ein ganz normales und natürliches Gefühl. Wir können immer mal am Tag wütend werden. Und diese spezielle Zeit, dieser Kraftakt, aus dem alten Zeitalter in das neue Zeitalter zu kommen, bringt ja auch ganz, ganz viel Chaos auf der Erde, in unserer Menschenwelt und dadurch auch in uns. Es braucht im Moment sehr viel Kraft, die Wut nicht zu lange in sich zu halten. Und das möchte ich hier ganz klar sagen. Wut ist etwas, das wir immer fühlen dürfen. Es gibt ja kein Gefühl, das wir nicht fühlen dürfen. Doch genau wie Zorn und Hass gilt es, diese Gefühle nur kurz zu spüren und dann zu transformieren. Wie kann man also Wut überhaupt einschätzen lernen? Wichtig ist, wenn du Wut fühlst in dir, eine Wut, die vielleicht durch eine Ungerechtigkeit kommt, die vielleicht von verschiedenen Triggern in dir ausgelöst wird, dann spüre als erstes nach. Ist es ein Ereignis, wie zum Beispiel Ungerechtigkeiten in der Politik, die uns verdonnern, zum Beispiel eine Maske zu tragen, die uns verdonnern, auf Freiheiten zu verzichten, die uns zustehen? Das ist etwas, das ist toll, reagier darauf. Und wie du das dann umwandelst, erkläre ich später. Wenn diese Wut aber auf einer alten Verletzung beruht, einem alten Glaubenssatz, einem alten Glaubensmuster, dann spür dem Trigger nach. Wo kommt das her? Hast du schon mal eine ähnliche Situation erlebt, die dich eben hat ohnmächtig werden lassen, die dir das Gefühl gibt, dass dir Unrecht angetan wird? Gerade Hochsensible sind Gerechtigkeitsfanatiker und wir sind dann echte HB-Männchen. Wir gehen dann richtig in die Luft, wenn wir ungerecht behandelt werden oder wenn wir Unrecht um uns herum sehen. Spüre also nach, ist es etwas Aktuelles, Punktuelles, Momentanes oder ist es etwas, das älter ist, das du schon mal erlebt und durchlebt hast? Wenn letzteres der Fall ist, dann empfehle ich dir zutiefst, betrachte diese alten Ereignisse und was dadurch in deinem Kopf entstanden ist. Und in deinem Herzen. Du kannst Glaubenssätze transformieren. Hier empfehle ich wie immer mein Video zu den Glaubenssätzen.
Und es ist leicht, sie zu transformieren. Es braucht ein bisschen Hartnäckigkeit, aber es ist einfach. Wenn es aber tiefer geht, wenn du merkst, wow, da ist eine tiefe alte Verletzung, dann lass dir bitte helfen. Es gibt wundervolle Therapeuten, Heilpraktiker, Beraterinnen und Berater, die dir helfen können, alte Verletzungen zu heilen, damit du nicht permanent in Wut und Wallung gerätst oder alter Zorn und Hass aus dir herausbricht. Denn das ist auf Dauer ungesund. Unterdrückte Wut, unterdrückter Zorn oder Hass sind ja Feuerenergien. Und wenn ein Feuer zu lange in dir brennt, ein ungesundes Feuer, dann zerfrisst es dich von innen heraus. Also lass die Wut raus. Jetzt kommen wir zur Transformation. Mut und Wut sind Feuerenergien. Feuer kann nähren, wärmen und sogar heilen, aber es kann natürlich auch verbrennen und zerstören. Wohin lenkst du also dir diese Energie? Möchtest du sie destruktiv lenken, also etwas zerstören? Und das ist auch in Ordnung. Also Holzhacken macht heutzutage kaum noch jemand. Aber das wäre eine sehr gute Anstrengung, um diese Wut herauszulassen. Aber alles, was diese Kraft aus dir rausströmen lässt, ist wundervoll. Also, ob das Sport ist, ob du einfach wild mal trampelst und schreist und mal Musik ganz laut machst, eine kraftvolle Feuermusik und dazu tanzt, lass die Energie aus dir raus. Wenn es hart auf hart kommt, dann brüll auch laut. Und wenn du Angst hast, dass dich jemand dafür einsperren will, kannst du in ein Kissen brüllen. Hauptsache, diese Feuerenergie bleibt nicht in dir und zerfrisst dich, sondern geht raus. Und dann spürst du danach, puh, du kommst zur Ruhe, du kommst wieder in eine entspannte innere Haltung. Und dann ist es gut. Was wir allerdings auch machen können, ist eben diese Feuerenergie in Mut umzuwandeln. Und dazu möchte ich euch gerne mal die Botschaft vom Sternentor des Mutes vorlesen. Das Sternentor des Mutes war das 11. von über 100 Bildern, die es mittlerweile von dieser Serie gibt. Und sie geht auch immer weiter, diese Bilderserie. Und ich zeige es euch mal, denn es gibt das Original nicht mehr in meinem Besitz. Es ist längst verkauft. Dies ist das Sternentor des Mutes. Und wie immer hat auch dieses Bild eine interessante, tolle, wichtige Botschaft. Und auch hier lade ich euch ein, kurz die Augen zu schließen und die Botschaft zu fühlen. Ihr könnt dieses Video ja immer wieder anschauen und ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung die Botschaft in meiner Galerie, da könnt ihr sie auch noch mal nachlesen. Also die Botschaft vom Sternentor des Mutes. Es braucht Mut, auf dieser Welt zu sein. Das wissen wir. Alle Seelen, die sich zu einem Aufenthalt auf der Erde entschieden haben, werden vom Universum unterstützt, um genug Kraft für dieses Leben zu haben. Die Erde ist ein großartiger Ort, um mannigfaltige Erfahrungen zu machen. Mut ist eine Eigenschaft, die durch Erfahrung wächst. Und ihr braucht sie, um zu wachsen. Eines bedingt das andere. Vertraut der Erde. Sie gibt euch Energie, damit ihr Kühnheit entfalten könnt. Bittet einfach darum. Sie liebt euch. Eure Seele kennt den Weg und auch die Quelle des Ursprungs, aus der Mut in eure Herzen fließen kann, wenn ihr es zulasst. Dann könnt ihr über euch hinauswachsen und ein leuchtendes Beispiel für ängstliche Seelen sein. Wir lieben euch dafür. Gestattet euch, mutig zu sein. Es ist ein herrliches Gefühl. In Liebe empfangen und gemalt im Juni 2007 aus meinem Sternentorbuch. Verlinke ich euch auch unten. Mut ist etwas Tolles. Mut ist ein schönes Beispiel, wie jetzt gerade in der Botschaft genannt. Ein Beispiel dafür,
dass wir alle so viel Potenzial an Energie in uns tragen. In der letzten aktuellen Energiebotschaft zu den Portaltagen, die ich euch vorhin verlinkt habe, kommt aber auch noch mal unten in die Videobeschreibung, habe ich davon gesprochen, dass diese Portaltage speziell jetzt im Juli nach meinem Gefühl dabei dienen können, dass wir unsere Schatzkiste, die in unserem Herzen ist, auspacken können. Ich weiß, dass viele von euch schon ganz viel ihres Potenzials befreit haben, aber andere sind ja gerade erst dabei, durch diese Pandemiekrise, Corona-Krise, Krönchenkrise überhaupt zu entdecken, dass da viel mehr an Leben in ihnen steckt, als sie bisher vermutet haben. Die jetzt erwachen und aus dieser Illusionsmatrix heraus wollen, um endlich ihre wahre Größe und Kraft zu leben. Für mich ist es wirklich das Bild, dass wir in uns diese Schatztruhe haben. In der Schatztruhe schlummert so viel. Da schlummern unsere Gaben, Talente, unsere Urquelle an Kraft. Darin ist auch die Kraft der Seele deutlich verankert. Ich habe ein Video gemacht zu Seelenintegration und vielen hat das geholfen, endlich noch mehr ihrer Kraft auf die Erde zu holen, in diesen Körper, in dieses Leben. Ich verlinke euch dieses Video da oben. Ein Meilenstein auch für mich selber. Ich habe daran so viel lernen können, als diese Seelenintegration durch mich in diese Welt kam. Mut ist also pure Schöpferenergie, die wir aus dieser Schatztruhe herausholen können. Das bedeutet, dass wir die Kraft haben, zu uns zu stehen, wie ich eingangs sagte. Ich bin ja ganz intensiv in Kontakt mit meiner Community, meiner Gemeinschaft, mit den Menschen, die mich teilweise schon 20 Jahre auf meinem spirituellen Weg begleiten. Und ich bin so begeistert, die Kommentare zu den Videos zu lesen, sie zu beantworten, manchmal mit einem Herzen oder einem Smiley oder einer Sonne, aber manchmal auch mit mehr Worten. Ich hatte heute den Anruf von einer Freundin, die über die Jahre erstmal Seminarteilnehmerin war und immer mehr in mein Leben hineinkam. Und heute hat sie mir eine super schöne Sprachnachricht geschickt und mir erzählt, dass sie den Mut hatte, ganz viele Dinge in ihrem Leben zu verändern. Einerseits in Sachen Partnerschaft, andererseits lässt sie jetzt ihren Traum endlich wahr werden. Und diejenigen von euch, die in unserer Lichtmenschen- und Erdenengel-Facebook-Gruppe sind, haben es gelesen. Die liebe Silke baut jetzt einen Teil ihres Hauses um, ein Papageienhaus zu einem Seminarzentrum für alle Menschen, die ganzheitlich unterwegs sind. Silke ist toll und wenn ihre Papageien, die vorher in diesem Raum gewohnt haben, jetzt endlich neue Besitzer haben, wird sie es umsetzen. Da werde ich auch meine Seminare in Kempen am Niederrhein halten. Ich war schon oft bei ihr. Wir haben Hochsensibilitätsseminare und Rohkostseminare bei ihr in ihrem tollen Haus veranstaltet. Und sie ist ein super Beispiel dafür, wie man mutig den Weg gehen kann, auch wenn sie wirklich Angst hatte, das Ganze an die Öffentlichkeit zu geben. Denn nicht jeder Mensch ist von Anfang an so mutig zu sagen, ja, hey, ich bin spirituell, ich glaube an Engel, ich glaube an Einhörner, ich glaube an das Göttliche, ich stehe zu meiner Wahrheit. Gerade jetzt in dieser Zeit, in der viele, viele Meinungen zu den Geschehnissen existieren, da eine eigene Meinung zu vertreten, braucht echt viel Mut. Und sie ist ein super Beispiel dafür, dass man so mutig sein kann und dass ganz, ganz viel Tolles daraus entsteht. Denn sie hat es in unserer Facebook-Gruppe gepostet und jetzt hat sie ganz viele Menschen, die ihr helfen, ihren Traum umzusetzen und die wahrscheinlich dort, wie ich auch, Seminare geben. Es braucht manchmal auch den Mut, gerade zum Beispiel für Eltern, zu ihren Kindern zu stehen, gerade wenn sie besonders sind, hochbegabt sind, hochsensibel sind, wenn sie diese Kristall-, Sternen-, Indigo-Kinder sind, die eben nicht in diese normale Welt passen, sondern die ganz, ganz tolle Talente haben, nämlich sehr telepathisch veranlagt sind,
die ganz besondere Begabungen haben in Sachen Mathematik, in Sachen Energie, die wirklich diese Magie in sich tragen und auch leben wollen. Da als Eltern oder auch Großeltern zu den Kindern und den Enkelkindern zu stehen und zu sagen, verdammt nochmal, Entschuldigung, mein Kind passt nicht in das Schulsystem, passt nicht in diese Welt im Moment noch. Das Schöne ist, es bilden sich neue Schulsysteme, neue Kitasysteme, neue Ausbildungssysteme. Ich werde demnächst ein Interview machen mit einer ganz tollen Expertin für Hochsensibilität, die gerade dabei ist, Hochsensible noch stärker in den Arbeitsalltag zu integrieren. Ich habe darüber schon mit ihr gesprochen. Ich verlinke euch mal das Interview dazu mit Cordula und wir werden nochmal ein Interview machen, weil sie das weiterentwickelt hat und das möchte sie gerne teilen mit der Welt. Ich weiß ja, ich habe so viele Hochsensible in meinem Umfeld, in meiner Community. Also Mut, zu sich selbst zu stehen, zu den Liebsten zu stehen, zu der eigenen Meinung zu stehen und auch aktiv zu werden. Zum Beispiel aktuell Demonstrationen mitzumachen, zum Beispiel neue Wege zu gehen in Sachen Kinderbetreuung, Schulausbildung, weiterführende Studien zu machen und mal ein ganz neues Mentoring zu machen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Diese neuen Aspekte des Lebens mit einzubeziehen, die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, ja, in Sachen Energie, Heilung. In Sachen Liebe, Power, Göttlichkeit, Ursprung, Quelle, Seele. Es entstehen jetzt so viele neue Felder. Ich habe ein Interview geführt mit dem wundervollen Karl Gamper. Das werde ich wahrscheinlich morgen hochladen zum Thema Leben im Licht. Er ist ein Lichtmensch, der schon viele, viele Jahrzehnte andere jüngere Lichtmenschen wie mich auch inspiriert. Und noch viel, viel jüngere Menschen, die gerade erst anfangen. Er hat ein ganz tolles Programm entwickelt, ein Lernprogramm, wie man diese Kräfte aktivieren kann. Dazu werden wir dann aber später nochmal ein Video machen. Und so habe ich ganz viele tolle Menschen in meinem Umfeld. Ich habe ja auch die Lichtmenschen-Interviews gemacht mit Menschen, die so mutig sind, dass sie ihren Weg gehen. Ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich mal mit euch so viel Videos mache und euch darüber inspiriere. Oder dass meine Bilder so viel Öffentlichkeit bekommen. Klar, davon träumt jeder Künstler. Aber den Mut zu haben, mit ganz speziellen Bildern wie Engelbildern, Einhornbildern an die Öffentlichkeit zu gehen und auch auszuhalten, dass da mal die Leute sagen, du hast ja eine Schraube locker. Ich kriege ja ab und zu immer noch mal komische Kommentare bei Facebook, Instagram, YouTube und Co. Und da drüber zu stehen und zu sagen, ja, okay, es ist deine Meinung. Ich akzeptiere das auch. Ich respektiere das auch. Ich habe halt eine andere. Ich liebe Engel, ich bin ein Engel, ich liebe die Welt der Magie, die jenseits dieses nüchternen Alltages liegt. Und ich brauche das auch. Ich muss meinen Garten fühlen, ich muss die Naturwesen fühlen, die in diesem Garten mir helfen und dem Garten helfen, dass alles schön wächst. Ich möchte spüren, was für eine Magie im Meer ist, in der Luft um mich herum. Den Mut dazu zu haben, zu dem zu stehen, dafür zu gehen, jeden Tag, morgens aufzuwachen und nicht zu wissen, was wird jetzt gerade von meiner Seele gefordert, was darf ich heute wieder malen, was für Videos darf ich machen, was für Impulse kann ich der Welt geben und was für Impulse bekomme ich, den Mut zu haben, dieses Leben zu leben. Also, ich möchte dich inspirieren. Nutze deine Wutenergie, wenn du sie fühlst. Und pack sie in Projekte, pack sie in deinen Alltag und spüre, dass du den schmerzhaften Teil loslässt und sagst, ich brauche nicht mehr den Schmerz der Wut, also dieses Gefühl von ungerecht behandelt werden. Ich habe meine Krone auf. Ja, ich bin die Königin, der König in meinem Leben. Mir kann keiner was. Ich bin stark. Dann geht dieser zerstörerische Teil der Wut raus. Und der Frieden kommt, die Power kommt, der Mut kommt und dann gehst du deinen Weg, stehst zu dir und bitte, dieses Bild ist ein gutes Beispiel dafür. Wir können mit Liebe, mit kraftvoller, starker Liebe unseren Weg gehen. Wir können achtsam und respektvoll kommunizieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil dieser Feuerenergie. Auch Worte, feurige Worte können zerstören.
Oder liebevoll gesprochene Worte, obwohl sie glasklar sind, ehrlich sind, können heilen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch andere Themen habt, die euch interessieren, ihr kennt ja mein Spektrum, dann schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht ist da ein Impuls bei, den ich umsetzen kann. Denn ich bin ja für euch da, mache für euch die Kommentare. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Wenn ihr Lust habt, mich zu abonnieren, ich mache ganz vielfältige Videos, dann tut das. Das Glöckchen zu drücken heißt, ihr bekommt immer Nachricht auf eurem Handy oder am PC, wenn ich ein neues Video gemacht habe. Und ja, ich freue mich natürlich auch immer über ein persönliches Dankeschön. Ihr findet ganz viele Infos als Energieausgleich in meiner Videobeschreibung. Guckt euch die anderen Videos zum Thema an. Ich tüftel noch ein paar aus meiner 400 Video großen Bibliothek hier bei YouTube. Und ich hoffe, dass ihr es schafft, mutig euren Weg zu gehen, die Wut umzuwandeln, das Zerstörerische aus euch herauszulassen und die Kraft in euch zu leben, die Schatztruhe auszupacken und euren Weg zu gehen. Ich bin bei euch in Liebe und mit meinem Feuer. Eure Sonja Arel von Stern aus Mallorca. Ciao, wir sehen uns.